So, und hallo liebe Leute, herzlich willkommen hier zurück bei Mr. Easy Racer und ja, einem etwas anderen Gran Turismo 6 Let's Play bzw. Part. Ich werde nämlich hier jetzt mal eine kleine Online-Session starten und mal schauen, wie viele Leute hier von euch dabei sein werden, dabei sind. Ich bin hier gerade mal ein bisschen was am Einstellen und so. Und ja, Strecke, was machen wir denn hier für eine geile Strecke? Ich glaube, wir machen erstmal irgendwie, ja komm, wir nehmen jetzt hier mal Super-Kurzstrecke ist ja scheiße. Genau, komm, wir nehmen hier den Nürburgring. Zeitraffer, Tempo, so Rundenzahl, machen wir mal 3 Runden. Ja gut, das können wir jetzt mal alles so lassen. So, Zeitlimit 5 Minuten, gemeinsam fahren. Genau, okay, dass andere Fahrzeuge sichtbar sind, das ist klar. Rennautomat starten falsch, Startaufstellung schnellster zuerst, Booster aus, Strafe leicht, aus, schwach, das passt eigentlich alles. Sichtbarer Schaden, ein mechanischer kein, Windschattenstärke stark, ne, das machen wir mal realistisch. So, Garage, was gibt's denn hier noch? Marke? Okay, ja, weil ich bin jetzt halt mal am Überlegen, weil das für eine möglichst gleichmäßiges oder ein möglichst gleichmäßiges Fenster haben. Achso, ich muss jetzt hier eine Marke auswählen, oder? Alles klar. Was nehmen wir dann jetzt hier? Achso, das sind die Marken, die ich jetzt hier auswählen kann, oder was? Das ist doch bei der Karren, oder? Nee. So, komm, wir nehmen mal die hier. So. Genau, Reifen machen wir mal Sport weich. Genau, und das können wir meinetwegen alles anlassen. So, und jetzt machen wir mal Raum erstellen. Achso, Raumkommentar machen wir mal Mr. Easy. Oh nein, das war jetzt falsch. Wie komme ich jetzt hier zurück? So, genau. Sie. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier nur. Ich habe jetzt meine Tastatur hier jetzt nicht angeschlossen oder so, sondern es geht jetzt ja alles freihand. So. Dann würde ich jetzt mal sagen: Raum erstellen, oder? Ja, bestätigen, verbindet mit dem Server. Hoffen wir mal, dass das jetzt schafft. So, abgeschlossen. Und jetzt müsste ich doch theoretisch Leute einladen können, oder? So war das doch. Oder? Schauen wir mal. Ich kann hier noch einen Chat. Ah, Raum wird erstellt, bitte warten. Alles klar. Currywurst, Salami beigetreten. Nice. Also sind schon direkt 2 Leute drin. Oder es versuchen zumindest jetzt mal 2 zu joinen. Genau, die Salami ist jetzt drin, die Currywurst auch. Jetzt schauen wir mal. Kann ich hier irgendwie einladen? Mitgliederliste, Veranstaltungseinstellungen, Garage. Fahroption, Fahrzeugeinstellung. Nee, das will ich ja alles nicht. Das will ich ja alles nicht. Okay. Tunito ist dem Raum beigetreten. Okay. Hawk ist dem Raum beigetreten. Alles klar. Also, da kommt jetzt wirklich was zusammen. Finde ich ja auf jeden Fall schon wieder sehr gut. Das heißt, ich muss jetzt den hier auswählen. Genau. Dann gucken wir mal in die Fahroption rein. Sport habe ich doch gesagt, weich, ne? So war das. Ideallinie aus. Traktionskontrolle machen wir natürlich auch aus. ABS wieder 1. Das passt alles soweit. Sonst würde ich sagen, gehen wir einfach mal auf die Strecke, oder? Oder weil Training oder so können wir ja mal ein bisschen fahren.
So, wo gehen wir hier auf die Strecke? Zur Strecke begeben. Prüft Reglement. Kann es natürlich auch sein, dass ich das ja nicht schaffe, aber es sieht gut aus. Ja, ja, Leute, es sieht gut aus. Okay, schwarzer Bildschirm, alles klar. Hoppala. Nein, ich will so. Nein, Alter. Sorry, tut mir leid. So, jetzt. Alles klar, jetzt schauen wir mal. Ja, er versucht hier direkt mal zu driften. Unser Salami 2006. Wow. Machen wir Platz hier. Spaß, Spaß. So, schauen wir mal. Okay, jetzt ist hier auch irgendein Fratzack drin, habe ich jetzt gerade gesehen. Aber gut. Ich habe es wie gesagt offen gemacht. Das ist wie gesagt so eine... Ist jetzt nicht so was, jetzt wirklich so krass, sag ich mal, geplant war und so. Ach du Scheiße. So, jetzt hat leider einer den Raum verlassen und ich fahre erstmal gegen die Wand. So, müssen wir erstmal rauskommen. Alles klar. So, jetzt sind da einige im Raum. Ich weiß halt nicht, ob das meine Leute sind. Also, ich habe die halt leider noch nie vorher gehört. Ich habe gesagt, sie können einfach beitreten irgendwie. Ich weiß, vielleicht ist die Zeit auch gerade ein bisschen schlecht. Aber gut. So, wie gesagt, da schauen wir, dass wir hier noch ein bisschen üben einfach. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier die Currywurst ist von mir, sagen wir mal. Und die Salami 2006 ist auch von mir. Alter, du treibst das Ding auch nur quer, oder? Ah ja, ich krieg den hier nicht quer rum. Habe ich jetzt irgendwie die Traktionskontrolle aus oder so? Ich weiß es gerade gar nicht. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier eine gescheite Runde hier hinbringen. So, um auch vor allem mal ein bisschen die Bremspunkte hier auszuchecken. So. Ah, doch, so. Alter. So. Ah, Mika 19666. Weiß ich nicht, ob das auch einer von uns ist. Wie gesagt, Leute, ist jetzt so ein kleiner Probelauf. Ich nehme das halt jetzt ein bisschen auf. Dann freuen sich die Leute auch, die hier mitspielen. Sind auch in YouTube vertreten dann. So. Okay, jetzt haben wieder den Raum welche verlassen. Alles klar, meinetwegen. So, hier muss man aufpassen. So, jetzt haben wir mal kurz geschaltet. Einfach mal schnell den dritten und dann war der Drift schon zu Ende. So, und dann klang ich, glaube ich, als Server-Admin, sage ich jetzt mal, kann ich dann die Veranstaltung starten. So hatte ich das auf jeden Fall im Sinn. Wie gesagt, ich habe mir gedacht, einfach jetzt hier mal Nürburgring ist ja eine ganz traditionelle Standardstrecke. Ich denke, das passt dann ganz gut. So. Alles klar. Ich glaube, eine Runde fahren wir danach noch. Dann sollte sich jeder eigentlich ein bisschen eingefahren haben. Hoffe ich jetzt zumindest mal. So, hier wieder Naus auf Start und Ziel. So, hier haben wir wieder einen. Donito fährt ganz langsam. So. Alles Klärchen. Hier wieder voll in die Eisen. Erste Kurve ist immer sehr, sehr, sagen wir mal, eng. Wie ich schon gerade gesagt habe, ich fahre jetzt noch hier diese eine Runde. Und dann schauen wir mal, dass wir die Veranstaltung hier dann mal starten. Wie gesagt, ganz durch das Menü bin ich hier auch noch nicht durchgestiegen. Und Alter, ich hasse diese Kurven hier. Der ist auch sehr hecklastig, finde ich. Also, so kommt es mir zumindest vor. So. Ich meine, was für sehr hecklastig. Also, der kommt nicht mit dem Heck. Oh, der Donito, der ist schnell. Meine Fresse. Okay, jetzt habe ich mich hier auch ein bisschen vertan, ein bisschen zu früh. Kommt er jetzt innen durch oder nicht?
Nee, steckt zurück. Alles klar. So, jetzt habe ich Vorsprung auf meine eigene Runde, oder wie schaut's aus? Habe ich das so richtig gelesen? So. Vielleicht können wir jetzt unsere eigene Runden-Bestzeit nochmal knacken. Oh, ey, die sind aber richtig stark hier unterwegs. Also dieser Donito zumindest ist richtig gut unterwegs. So. Ja, sind noch mal ein bisschen schneller gewesen, aber ich weiß jetzt nicht, was die Position hier 1 von 6 jetzt bedeutet. Keine Ahnung. So, der fährt wahrscheinlich auch mit Idealien, oder? Ja, ja. Weiß ich nicht. Aber was mich auf jeden Fall freut ist, oh, Alter. Dass es nicht laggt oder so. Ja, komm, ich lasse ihn jetzt gleich mal vorfahren. Kann da hinten durchschlüpfen. Der fährt es ja echt gut hier. Der fährt das wirklich gut. So, ich meine, wir könnten jetzt hier auf Veranstaltung starten. Qualifying starten. Uah. Schauen wir einfach mal, wie das hier jetzt vorangeht. Hier kann man ja ein bisschen hier driften, aber da dreht es mich erstmal komplett fast. So. Wie gesagt, schau mal. Oh, Alter! Alter Vater, so. Schauen wir mal, was das Qualifying so bringt. Ich bin jetzt nur noch Position Dritter. Laut der Zeitentabelle hier, aber schauen wir mal, was das jetzt hier so alles bringt. Wie das Ganze hier so abläuft. So, Qualifying Minute 5 hat begonnen. So steht es hier nämlich zumindest. Ach du Scheiße. So, jetzt. Starten wir jetzt alle woanders, oder was? Alter, die starten alle da vorne auf einem Haufen, Mann. Krass. Okay, ein bisschen Abstand lassen hier jetzt. Jetzt heißt es dann Konzentration. Okay, das reicht. So, das reicht. Jetzt hier möglichst gut rauskommen. So, das war doch schon mal nicht schlecht. Jetzt schauen wir mal. Gehen wir auf die schnelle Runde hier. Kann natürlich sein, dass ich jetzt hier wirklich richtig gut ablose. Aber vielleicht stellen die anderen sich hier vorne gegenseitig immer ein Bein. Das wäre natürlich perfekt eigentlich. Wow. Der war schon mal wieder viel zu weit. So. Alles klar. Aber noch geht's. Vielleicht lassen sie mich ja gewinnen oder so. Aber das braucht sie nicht, Leute. So, hier geht's rum ums Eck. Aber ich weiß, dass dieser Donito ziemlich gut ist, der Franzos. Parlez-vous français? No, no, no. Je ne parle pas français und so, ne? Wow. Wieso waren da Pylonen auf der Straße, Mann? Leute, was macht ihr schon wieder für einen Käse da vorne? So, jetzt schauen wir mal, was die ersten Zeiten so sagen. Ich will auf jeden Fall versuchen, durchzufahren. Ah, Donito ist Erster, habe ich ja gesagt. Ja, jetzt ist wer anders Erster. Ja, Pazibi, alles klar. So, ich hoffe, der Kerl da vorne steht mir nicht im Weg. Ich glaube, das ist einer von uns. Ja, Salami 2006. So. Der Mr. Easy Racer ist am Anflug, mein Freund. Dürftest ein bisschen viel, ha? So, die Cori Borscht ist Dritter. Ich weiß nicht, was er hier vorhat oder so. Ja, ich kann mich in seinen Windschatten hier kleben. So, ich bin Vierter, alles klar, hinter der Currywurst. So, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, jetzt hupt er mich an hier. Was soll denn das hier? Ja, Quersteher. So. Aber die sind stark, Mann. Nur Vierter. Obwohl die Runde eigentlich relativ gut war.
Also finde ich. Oh, der ist zu weit. Der war zu weit. Der war zu weit. Ja, und er driftet wieder. Hoppala, ja, der war jetzt auch fail gebremst. Okay, die zweite Runde wird es auf jeden Fall mal nicht. Ich weiß nicht, ob ich die dritte dann auch noch habe. Das kann ich leider nicht beantworten. So, wie gesagt, ich habe Platz für 16 Leute hier drin, also wer da wirklich joinen will, kann das gerne tun. Vielleicht mache ich das jetzt auch öfters einfach mal, so abends eine Runde oder so, aber ich denke, ich werde euch da zumindest über Facebook mal Bescheid sagen dann, dass ihr da informiert seid. So. Wow. Ja, ich bin der Echte. Das ist kein Fake-Raum. Ich kann es jetzt ihm leider, glaube ich, nicht schreiben. Vielleicht kann das wem anders ihm schreiben. Das wäre cool. So, 39,4. So, beste Runde, eine 35. Alter Vater, Mann. Junge, Junge, Junge. Krass. Okay, der hat da richtig einen rausgehauen. Vielleicht schauen wir, ob wir uns auch hier nochmal ein bisschen steigern können. In der letzten Runde. Vielleicht können wir die Runde ja noch zu Ende fahren. So, das wäre auf jeden Fall supi. Das wäre auf jeden Fall supi. Ja, ist er. Sehr gut. Merci dir, Salami. So. Alles klärchen. Jetzt schauen wir nochmal. Hier jetzt nochmal diese... Ja, hier bremst sich meistens wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Super. Ja, ist er und verlässt erstmal den Raum. Super, ich danke dir. Ach Mann, jetzt wollte ich die Runde noch zu Ende fahren. Aber es zählt nicht mehr. 3 Sekunden. 3 Sekunden. 2 Portugiesen. Alles klar. Currywurst auch nicht schlecht. Not bad. Eine 37,5. Aber ich weiß halt nicht, wie die mit den Fahrhilfen und so fahren. So, jetzt schauen wir. Was habe ich gesagt? Wie viele Runden? 3 Runden rennen, gell? Ja, vielleicht können wir uns den einen oder anderen Platz vielleicht durch kluges taktisches Fahren holen. So. So, ja, anhand der Qualifying ist es klar. So. Kann ich das auch hier irgendwie xen oder so? Ne, der muss wahrscheinlich noch laden. So. Ich gehe natürlich aufs Gas. Volle Kanne. So, volle Kanne. So, 5. von 6. Ich halte mich hier direkt mal an den Leuten hier vor mir. Boah, Alter. Alter, Vater. Ja, Alter. Da schießt einer dran vorbei erstmal. Jetzt kann ich mich, vielleicht schaue ich mal, ob ich mich an den Portugiesen hier, ob ich mich an denen ranhalten kann. Dran kleben kann. Boah, Alter. Alles gleich, ja. Bis jetzt schaut es noch nicht schlecht aus. Ich bin noch vor der Currywurst. Boah, Alter, der war zu spät. Ich bin noch vor der Currywurst. Aber die bleibt dran, die Wurst. So, ja, jetzt verliere ich hier schon. Oh, oh, oh. Oh, hat er gut gefangen. Hat er gut abgefangen. Jetzt hier auch nochmal draußen. Ja, das ist der hintere Teil, ist bis jetzt nicht meine Stärke. Direkt bei 3 Sekunden hier. So, jetzt hier. Hier nochmal voll in die Eisen. Ja, die war nicht schlecht. Die war ganz gut gefahren. Schauen wir nochmal, dass wir die hier auch nochmal wieder gut kriegen. So.
Ja, die zwei Portugiesen, die gehen sich da vorne richtig. So, aber ich habe nochmal 2 Zehntel verloren jetzt hier in dem letzten Sektor. Ja, da gibt es noch viel zum Lernen eigentlich. Boah, Alter, der ist zu weit. Viel zu weit. Ja, da sieht man auch, die Currywurst ist direkt wieder dran. Und der geht auch viel zu weit raus. Ja, hier nicht zu sehr abkürzen, hier. So. Ja, der ist richtig dran jetzt hier an mir. Müssen wir hier wieder ein bisschen verteidigen. So. Boah, Alter, richtig quer. Jetzt kommt er innen, oder? Ich weiß jetzt nicht, wo ist man. Ja, jetzt kommt er wahrscheinlich innen jetzt durch. Ah, nee, er schafft's nicht. Ah, ganz nice Battle jetzt hier gerade am Start. So, ich mache jetzt hier die Innenbahn zu. Schauen wir mal, wo er ist. Ich weiß es nicht. Lalalala, das war viel zu spät. Und er ist auch vorbei. Habe mich zu sehr unter Druck setzen lassen, glaube ich. So. Noch eine Runde ist übrig. Ja. Ja, 10 Sekunden. Gut, da habe ich jetzt auch mich ein bisschen selber verpokert. Hier ist klar. In dem Duell. So. Auch ganz schön zu sehen, dass hier wirklich auch ein paar Leute dabei sind, die es auch wirklich drauf haben. Ich meine auch für sein Alter. Ich glaube, wenn ich jetzt mal das so 99 übertragen darf, das ist 14, 15. Ist echt nicht schlecht. Alter, der geht wieder viel zu weit. Der war wieder viel zu weit gerade eben. Und da hinten kommt der andere, der driftet nur. Hoppala, uiuiui, der war zu spät. Uah. Wieso schiebt eigentlich der Jack so ätzend über die Vorderachse, Mann? Das kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. So, aber das war auch ein faires Duell. Er hat mich fair geholt. Also jetzt nicht irgendwie so abgedrängt oder so. Also war echt alles ganz fair und easy. Nein, jetzt bremst er mich hier aus. Ach, komm. So. Ja, du bist fail, wie langsam du bist. Ja, genau. Ja, darfst nicht so viel driften, mein Freund. Ich bin ja auch nicht perfekt hier, sag ich jetzt mal. So. Ich meine, seht ihr ja, ich bin auch nicht Erster. So. Im Ziel. Wenigstens im Ziel angekommen, also, ja. Bevor der Counter da unten abläuft. So, jetzt ist er nämlich abgelaufen. Alala. So, jetzt gucken wir mal, ob da jetzt Leute im Raum bleiben. Ich muss jetzt wahrscheinlich eine neue Strecke auswählen.